Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte heute mit euch einen Grießpudding machen. Und zwar aus dem neuen Grundkochbuch, also das Kochbuch heißt es ja jetzt. Und das möchte ich auch mit der Guided Cooking Funktion nach euch langsam, das möchte ich mit euch mit der Guided Cooking Funktion machen, so heißt es. Es gibt in dem alten Grundkochbuch auch ein Rezept für Grießpudding. Das ist aber, so wie ich das jetzt im Kopf habe, komplett irgendwie anders von der Zubereitung her als das in dem neuen Grundkochbuch. Weswegen ich das jetzt in dem neuen Grundkochbuch auch mit euch ausprobieren möchte. Die Zutaten stehen schon hier. Die Milch ist jetzt allerdings kühlschrankkalt. Normalerweise sind die Gerichte ja immer ausgerichtet für zimmertemperierte Zutaten. Aber da schauen wir mal, wie das vielleicht trotzdem funktioniert. Wir gehen in das Menü, Rezepte, Kochbuch, A bis Z, Grießpudding. Gemüseplatte, Germknödel, Grießpudding. Machen wir, starten wir. Zutaten liegen schon, beziehungsweise stehen schon alle hier. Und wir beginnen mit 500 Gramm Milch. Da nehme ich jetzt, steht jetzt kein Fettgehalt bei, einfach 1,5%ige Haarmilch. So, achso, die Kamera. Die Kamera. Nicht vergessen. 500 Gramm Milch, 30 Gramm Zucker, 1 Esslöffel Vanillezucker. Da nehme ich jetzt leider nicht selbstgemachten, weil ich keinen selbstgemachten mehr da habe. Das sind jetzt, ich wiege es mal für euch ab, 10 Gramm. Falls ihr nur so eine Schütte habt, dann braucht ihr nicht noch einen Löffel dreckig machen, also es wären ungefähr 10 Gramm. Eine Prise Salz. Und 60 Gramm Weichweizengrieß. Den schütte ich jetzt möglichst nicht auf die Niete da von dem Messer. Na komm schon, 60 Gramm, hallo, so, 60 Gramm Weichweizengrieß und ich glaube, das war es schon an Zutaten, genau, Deckel drauf, frisch gespült, den Messbecher drauf. Wir verrühren das jetzt erstmal nur 3 Sekunden Stufe 4. Jawohl, ihr könnt mal einen Blick reinwerfen, also ist jetzt nichts Besonderes passiert, ne? Einfach nur verrührt. Das Ganze, lassen Sie den Messbecher eingesetzt, haben wir, und das Ganze wird jetzt 8 Minuten 100 Grad Stufe 2 aufgekocht. Da wir kühlschrankkalte Milch haben, gehe ich jetzt mal in die Zeit rein und mache nochmal eine Minute mehr. Und das könnt ihr ja machen, ihr könnt also in die Zeiten und sowas eingreifen und dann Stufe 2. So, das Ganze, jetzt mal gucken, ob wir noch was machen müssen. Grießbrei in Portionsschälchen füllen und warm oder kalt servieren.
Ich mache es jetzt nicht in Schüsselchen, sondern in eine große Schüssel. Aha, ihr seht schon von der Konsistenz, ja, ist schon recht fest. Der war jetzt ungefähr 2 Minuten auf 100 Grad, ja, den Rest hat er gebraucht, um zu erhitzen. Der kommt jetzt, ja, der ist schön, der kommt jetzt hier rein. Und auch da, wie immer, es ist nichts angebrannt, weil er ja automatisch rührt. So. Zack. Dann mache ich jetzt direkt Wasser rein, spüle das dann einmal durch. Ich muss natürlich jetzt mit euch auch noch kurz probieren, auch wenn das nachher für den Besuch ist. Ich mache dann immer einmal hier den Rand ein bisschen sauber, dass der Deckel da einigermaßen sauber bleibt. Spüle das dann einmal durch. So, jetzt wollte ich mit euch probieren. Das ist natürlich noch sehr heiß, ne? Aber nicht schlimm. Lecker. Grießpudding halt, ne? Grießpudding halt, aber lecker. Super Nachtisch, super schnell gemacht. Nachmachempfehlung. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich bis dann und tschüss.